Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute gibt es ein Quest-Video und zwar die Oculus App Lab Painting VR. Und ja, wie es schon heißt, Painting VR. Wir können hier wirklich schön auf einer Leinwand malen, Kunstwerke hinterlassen. Ich muss euch vorab warnen, es wird definitiv kein Kunstwerk. Ich kann absolut nicht malen, nicht zeichnen. Ich kann, also da bin ich komplett talentfrei. Und ich male da eher so wie ein Grundschulkind, sage ich mal. Aber ich wollte euch dieses Programm trotzdem nicht vorenthalten. Ist ein echt cooles Zeichenprogramm und macht Spaß. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der da wirklich Talent hat und der wird mit Sicherheit mit diesem Programm seinen Spaß haben. Kommen wir mal ganz kurz auf die Oculus-Seite. Und zwar kostet das Ganze 9,99 €, hat auch eine relativ gute Bewertung. 53 Bewertungen sind eingegangen und wir sind hier bei 4,8 oder irgendwie Sterne. Und also sehr, sehr viele positiv. Und es ist immer noch in der Entwicklung. Also wir sind noch nicht hier fertig. Man kann es so als Early Access ja sehen. Ja, ist halt ein Oculus App Lab und von daher können auch noch Fehler und so weiter auftauchen. Aber ich muss sagen, ich hatte jetzt keine großen Probleme. Einzige, was ich jetzt nicht gefunden habe, was mich ein bisschen gestört hat, ist eine Undo-Taste, wenn ich mich vermalt habe, dass ich nochmal kurz zurückgehen kann. Vielleicht existiert die, ich habe die nicht gefunden. Wir können uns die Steuerung schön anpassen. Da gibt es ein kleines Menü zu, das zeige ich euch gleich auch im Video. Und ich finde, 10 € ist hier auch echt gerechtfertigt. Und cool wäre hier natürlich noch so ein Koop-Modus, wo man dann zu zweit so ein Kunstwerk malen kann. Und wer weiß, vielleicht wird das auch noch nachgereicht. Also bevor ihr jetzt mein Kunstwerk nachher seht, wie ich da irgendwas probiert habe, wollte ich euch noch mal zeigen, wie man wirklich oder dass man wirklich schön zeichnen kann. Also da haben wir hier einmal so ein kleines Video dabei. Und hier sieht man, was man da so machen kann. Das zeige ich euch aber auch gleich mit dem Farbenmischen und wie man sieht, hier kann man wirklich schöne Gesichter malen. Also ich finde die Physik sehr gut gemacht. Also die Farben, gut, ich habe jetzt noch nie wirklich an Ölgemälden gearbeitet, aber die Farben vermischen sich schön, je nachdem, was man für eine Pinselart hat. Und da kann man mit Sicherheit auch schöne Farbvorläufe hinbekommen. Und ich war eben auf der Facebook-Seite von Painting VR. Und da kann man sich hier wirklich die Gemälde mal anschauen, die da von irgendwem gezeichnet wurden. Und wie man sieht, es geht auch schöner, ja, nicht wie bei mir. Hier sehr, sehr krass gemalt. Und man hat da auch so eine Lichtquelle, das zeige ich euch auch gleich. Die kann man dann wirklich auch anpassen, von wo der Lichtschein da drauf kommen soll. Also auch echt cool gemacht. Wie gesagt, und hier sieht man, dass es auch schöner geht. Hier kann man wirklich schöne Farbverläufe auch hinbekommen, so wie bei Ölgemälden auch wirklich. Und mein Ölgemälde nenne ich Terrorbaum versus Pokémon und schaut euch einfach mal jetzt mein, nicht Gameplay an, sondern mein Video an, wie ich mich da versuche, irgendwas auf die Leinwand zu werfen. Und ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. So Leute, willkommen bei Painting VR. Und wir sind jetzt hier mitten im Spiel und soundmäßig gibt es natürlich jetzt hier noch keine Musik oder so. Aber ich versuche uns ein bisschen selbst zu unterhalten. Hier haben wir unsere Leinwand. Hier haben wir die ganzen Utensilien. Ich versuche euch ein bisschen was zu erklären. Vorab, ich bin ein absoluter Kunstbanause, sage ich mal. Also ich kann überhaupt nicht zeichnen, nicht malen, gar nichts. Also habt ein bisschen Erbarmen mit mir. Ich werde euch hier gleich irgendwas dran zeichnen, aber das wird jetzt nichts Besonderes.
Aber ich möchte euch diese App trotzdem nicht vorenthalten. Und in der VR-News-Sendung haben wir euch ja diese App auch vorgestellt. Von daher ja, passt es, dass ich das hier jetzt zeige. Und ja, wir haben hier eine Riesenhalle, muss man einfach mal sagen. Sieht aus wie so ein Flugzeughangar. Sieht cool aus, also gefällt mir. Wir haben die Möglichkeit, Teleport zu benutzen. Wir haben aber auch Free Locomotion, wir haben Snap Turn und wir haben ein Menü. Und hier können wir alles einstellen, was wir haben wollen. Wir können auch, je nachdem, wovon die Lichtquelle kommen soll, haben wir ein bisschen Schatten oder nicht. Und das kann man alles perfekt einstellen, von wo die Sonne auch drauf scheinen soll. Hier haben wir die Control Settings. Und ja, ich mache mal dieses Move Speed ein bisschen geringer, weil das ist ziemlich schnell. Und wenn man da ein bisschen vor der Leinwand zeichnen möchte, ist das ein bisschen schwer. Also hier können wir auf jeden Fall alles einstellen, was wir wollen, für den linken und den rechten Controller. Also alles kein Problem. Funktioniert ganz gut, das kann sich dann jeder anpassen, wie er möchte. Und ja, wir haben hier nochmal, ja, hier können wir was laden. Wenn wir was gezeichnet haben, können wir das hier abspeichern, können das dann wieder laden und wir können ein Foto machen davon. Cleanup heißt, wir räumen alles wieder dahin, wo es war. Das heißt, wenn ich hier einfach mal ein bisschen alles kreuz und quer platziere und wir machen dieses Cleanup, zack, dann ist alles wieder an seinem Platz, wo es auch war. Also wenn man was verlieren sollte, kein Problem. Wir können uns die Leinwand über diesen Button hier hoch und runter fahren. Und ja, es ist eine riesen Leinwand, muss man mal sagen. Und ja, wenn man da oben zeichnen will, geht es nicht anders. Wir müssen das Ding runterholen und schon können wir auch in diesem Bereich dann zeichnen. Wir haben dann hier immer den Homescreen. Da können wir dann die direkte Übersicht sehen, was wir auf dieser Leinwand jetzt gezeichnet haben. Da gucke ich nachher dann ab und zu mal drauf. Und genau, wir haben hier diese Farbpalette und die können wir uns auch in die Welt laden. So, zeige ich euch mal ganz kurz, was man damit dann machen kann. Und ja, jetzt nehmen wir einfach mal hier diesen Pinsel und jetzt können wir über den, was ist es? Ich muss kurz gucken. Über den A-Button können wir die Farbe, die man hier sieht, jetzt annehmen. Ne, man sieht es immer hier, es ist ja grün, rot und ja. So kann man sich dann alles selbst auswählen. Wir können aber auch Farben mischen, also ist auch kein Problem. Muss sich nur ein bisschen halt mit den Farben auskennen. Also wir nehmen jetzt hier mal die gelbe Farbe. So können wir so ein Orange auch mischen. Ne, hier sehen wir dann immer, wie es aussieht, entweder oben oder von der Seite. Und ja, wenn das dann wieder ein bisschen gelber werden soll, kann man wieder gelb machen. Also hier kann man sich echt austoben. Hier haben wir noch Verdünner. Dann wird die Farbe, glaube ich, so ein bisschen transparenter. Und ja, hier haben wir auch noch Farbe. Aber wir können nichts auf den Boden jetzt packen, also es bleibt nichts liegen. Wäre natürlich auch noch cool, wenn wir hier auch noch eine Sauerei veranstalten könnten. So, das packen wir mal hier hin. Und hier haben wir so einen großen Pinsel. Jetzt müssen wir hier nochmal das Ding einfach mal hochfahren. So. Hier haben wir eine schöne große Rolle. Und jetzt versuche ich einfach mal. Das sollte nicht passieren. Bleibst du da, wo du bist? Okay. Okay, wir lassen ihn besser liegen. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns einfach mal so ein bisschen. Ja. Ich mache jetzt hier mal so einen Grasboden. Ich zeichne jetzt mal einfach wie so ein kleines Kind, ja? Aber ihr seht, man kann echt schön mit der Rolle hier drüber gehen. Geräusche sind auch cool. Das ist dann wieder so ein bisschen realistischer. Man kann sich dabei ja auch Musik anmachen, wenn man das mag. Nicht so ganz
ganz im, ja, nicht im Dunkeln. So, kann ich jetzt hier auch die Farbe annehmen? Ja. Das ist sonst so trostlos, ne? Wenn man hier gar keine Unterhaltung irgendwie hat. Ja, ein bisschen Musik wäre da echt nicht schlecht. Ah, das ist noch ein bisschen buggy, aber... da nehme ich mir jetzt mal die hier. So. Machen wir ein bisschen Berge rein hier. So. Jetzt versuche ich mal einen Baum zu malen, zu zeichnen. Jetzt ganz kurz hier. Splatterbrush, Warning, unstable. Okay. Warte, guckt euch das mal an. Das ist ja cool. Ja, cool. Aber ein bisschen blöd gelaufen jetzt hier, ne? Ah, komm, wir lassen es einfach mal so. Ich möchte euch ja auch nur mal kurz zeigen, was man so machen kann. Jetzt möchte ich eigentlich so einen Braunton haben. Aber ich glaube, den werden wir uns mischen müssen. Ja, könnte schon gut sein, oder? Das ist mir ein bisschen zu dunkel. Komm, wir versuchen mal einen Braunton zu mischen. Gelb in dunkel oder in schwarz. Das ist mir ein bisschen zu hell geworden. So. Dann kann man natürlich auch einfach hier reintunken. Also wie wir sehen, wenn wir schon Farbe drauf haben, wie bei einer echten Leinwand, dann ja, vermischt sich das natürlich auch so ein bisschen, ne? Und wenn man so ein bisschen nah rangeht, dann sieht man auch schon mal, dass es noch glänzt. So, nochmal ein bisschen runter. Ah, nein. Okay. Die Farbe gefällt mir aber immer noch nicht von dem Baum. Ich möchte ein bisschen... Kann man hier so ein bisschen schöneres Braun uns zaubern? Nee, ne? Das könnte schon besser sein. Zip. So. Bleib da. Ja, das ist schon schöner. Ein schöneres Braun für einen Baum. Das wird echt eine Meisterleistung hier, Leute. Muss man einfach so ganz klar sagen. Es kann natürlich sein, dass ich nachher Angebote bekomme, um das Ding hier zu verkaufen. Es wird halt auch abstrakte Kunst, ne? Ich nenne es nachher den Horrorbaum des Todes. Sonst können wir uns das Ganze immer mal hier anschauen. Zeige ich euch mal so. Da sehen wir immer, was wir gerade gezeichnet haben in der kompletten Übersicht, ne? Das ist ganz, ganz praktisch.
So. So, es sieht aus, als er so mit seinen Klauen nach irgendwas greift. So, hier müssen wir natürlich auch noch. So. Und dann könnten wir dem noch rote Augen machen, ne? Guck mal hier. So, das ist auch so, hier so kleine Pupillen rein. Ah, ne, so. Nehmen wir uns die Farbpalette mal direkt. Anderen dünnen Stift, Pinsel, ne, okay. Dann machen wir da einfach mal so. Ja. Jetzt könnten die Augen aber ein bisschen mehr ein helleres Rot haben, oder? Was haben wir hier für ein Rot? Das ist mehr Pink, oder? Ach, lassen wir so. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Könnte größere Augen haben, oder? Aber ist okay. So, jetzt wollte ich, aber... Was haben wir hier? Splatterbrush. Ach so, ja, den hatten wir doch schon. So. So. Wie ich als Kind immer oben schön in der Ecke dann eine Sonne gemalt habe. Das machen wir jetzt auch. Aber ein bisschen höher. Ja, guck mal. Jetzt müssen wir mal schauen, wie groß wir die machen müssten. Noch ein bisschen größer. So. Jetzt müssen wir diese Sonnenstrahlen ein bisschen zeichnen. Wie wir sehen, wie schön der Pinsel dann wirklich geht. Das Bild könnte auch nachher ein Achtjähriger gemalt haben, ne? Der kleine achtjährige Sebastian. So, die Sonne versucht, den Baum zu vertreiben. Den Bösen. Jetzt kann man das nochmal hier anschauen. Jetzt malen wir hier auch nochmal ein kleines freundliches Gesicht. Eine Nase. Guck mal, die ist doch freundlich. Die stören mich, aber ich versuche die gleich mal wegzuzaubern. Meine blöden Flecken, die ich gemacht habe. War auch selten dämlich. Ich tunk die jetzt mal hier in Weiß rein und gucken wir mal, ob wir das einfach übersprühen können, das Ganze.
Ah, schaut mal. Cool. Cool. Ja, aber diese. Ah, okay. Das sieht man dann natürlich. Aber nicht mehr so extrem. Wie diese grünen Sprenkler hier. Und natürlich alles so in diesem Farbton machen, ne? Ich weiß gar nicht, ob es eine Möglichkeit gibt hier irgendwie. Ist das ein besseres Weiß? Ne, das ist das gleiche. Pour this into a bucket to make the paint transparent. Was ist denn, wenn wir hier... So. Ne, okay, aber ist egal. So, jetzt könnten wir eigentlich noch mal ein bisschen was zeichnen. Ah, hier haben wir noch mal eine feinere. This brush blurs. Kann man so wahrscheinlich so Schattierungen normalerweise machen, ne? Denke ich mal. Okay, ist aber ein bisschen nicht so schön, was ich hier mache. Hier kann man so die Wurzeln so ein bisschen noch andeuten. Einfach die Farben miteinander vermischen. So sieht es doch aus. Das meine ich mit Blurs. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe eher jetzt erstmal 2-3 Mal gezeichnet, bevor ich das Video hier aufgezeichnet habe. So. Einen Vogel, einen kleinen Piepmatz hier drauf zeichnen, oder? Oh Gott. Ah, herrlich. Und hier sind so die Flügel. Ich kann nicht mehr. So, jetzt können wir den noch ein bisschen anmalen noch. Ja, ich weiß, es ist ein komischer Vogel. Also, der ist ja fast so wie ich. Ich bin ja auch ein komischer Vogel. So. Boah, ich bin echt ein Künstler. Oder wie man so früher Möwen gemalt hat, ne? So. Und schon hat man einen Vogel. Das ist Brush Blurs. Ja, guck, der vermischt das alles so ein bisschen. Ja, da müsste man natürlich jetzt auch Ahnung von sowas haben.
Was ist denn, wenn ich jetzt den hier... Guck mal. Ist das gleich die richtige Wandfarbe? Also diese normale Ölgemäldefarbe? Das sieht man natürlich auch, ne? Okay. Also ich habe noch keine Dings gefunden, wie ich das wirklich jetzt ja, Ursprungszustand dann wieder hinkriege. Also man sieht immer, dass man irgendwas dann gemacht hat. Das wäre natürlich auch noch cool, so eine Undo-Funktion, aber die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Okay. Ja, das war es eigentlich erstmal so im Groben und Ganzen. Also wie gesagt, ich kann absolut nicht zeichnen, wie ihr eventuell gemerkt habt. Aber ich finde das Programm echt cool. Also alles, was man hier so machen kann damit, diese ganzen Spielereien. Ne? Hier kann man natürlich auch wirklich abstrakte Kunst machen. Aber der macht das nicht, okay. Wie gesagt, man kann hier Farben mischen, man kann auch auf dem Ölgemälde dann wirklich Schattierungen machen, wenn man das drauf hat. Aber wie gesagt, ich habe da einfach kein Talent für, hatte ich noch nie. Wenn ich jetzt irgendwas malen muss, ich möchte jetzt eine Figur malen, dann male ich die einfach so. Ne, so weit ist mein Können. So. Ja, hat auch meine Frisur. Könnte aber noch ein VR-Headset aufkriegen. Ne? So. Dann noch. Die Valve Index hat er jetzt an. Ja, wie gesagt, hier haben wir mit Sicherheit super Möglichkeiten, auch tolle Gemälde zu malen. Wenn man das wirklich drauf hat, ist für Leute halt, die ja eventuell auch mal wirklich gemalt haben oder gerne zeichnen oder so. Ich denke mal, die können hier richtig schöne Bilder auf das Gemälde bringen. Und ja, wie gesagt, man hat ja auch noch Spraydosen, ne? Die kann man sich mischen, wie man möchte. Da kann man mit Sicherheit irgendwie auch jetzt habe ich aber eine Idee. So, bevor ich jetzt hier aufhöre, das machen wir noch. Nee, das ist nicht das, was ich wollte. Könnte so ein Vogelkopf sein, oder? Ja. Dann machen wir den noch so ein paar dunkle Härchen hier. Tada! Jetzt können wir uns das nochmal so angucken. Schaut mal. Jetzt können wir dem noch Füße geben. So unordentlich ist es. So, der hat nur hier so zwei Beine. Das ist ein Pokémon. Das ist der Pokémon-Trainer und das ist das Pokémon und die greifen jetzt den Baum an.
So, jetzt müssen wir das Ganze mal hochfahren. So. Da, sieht doch ganz gut aus, oder? Also, was sagt ihr zu meinem Meisterwerk? Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Und ja, also, ich finde es echt cool. Richtig cooles Malprogramm, sage ich mal, in VR. Und ich denke mal, hier kann man schon, wenn man Spaß an sowas hat, seine Zeit verlieren und was Tolles kreieren. Ich speichere das jetzt auch ab. So, dann kann ich sagen, wie das heißen soll. Terrorbaum. So, und schon haben wir es wahrscheinlich jetzt in dem Portfolio. Ne? Und ja. Jetzt können wir uns immer wieder uns angucken, verändern und so weiter und so fort. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen, wie ich hier so toll gezeichnet habe und mir Mühe gegeben habe. Und ja, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und ja, Abo-Button nicht vergessen, das würde mir echt weiterhelfen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.